München, August 1972. Olympische Spiele in Deutschland. Ein Sommertraum. Maifahrt Ulrike aus Köln-Wessel. Alter, die ist 16. Komm, komm, mach jetzt, mach jetzt los. Ja, ja, ja. Doch zwischen Traum und Terror liegen nur wenige Stunden. Für mich war das der schrecklichste Tag meiner langen Amtszeit als Mitglied der Bundesregierung. Der Albtraum von München dauert einen Tag und eine Nacht. Kein Zugriff, das ist ein Probe! Eine Erfahrung, wo ich jeden anderen Menschen wünsche, dass er sie nie machen muss. Ja, hat denn niemand was gemerkt? Geben Sie mir bitte Zimmer 431, Frau Genscher. Makar? Der hat eine Handgranate. Wenn er uns sieht, dann zündet er und das ganze Ding fliegt in die Luft. Was hat er gerade gesagt? Ein deutsches Hochsprungtalent zieht ein ins Frauenquartier. Für mich war dabei sein alles. Ich war damals sehr jung und weil es im Heimatland stattfand, durfte ich da mit Erfahrung sammeln, ohne irgendwelche großen Erwartungen. Die jüngste Sportlerin im deutschen Leichtathletikteam ist erst 16 Jahre alt. Ulrike Maifahrt, Schülerin aus Wesseling bei Köln. Die Hochspringerin steht vor dem größten Abenteuer ihres Lebens. Wir waren in dem Hochhaus untergebracht, im Frauendorf, in Einzelzimmern. Es war alles sehr modern und komfortabel. Das fand ich klasse. Das war ich vorher nicht so gewöhnt, als 16-Jährige in so einem Apartment zu wohnen. Das war schon was Neues für mich. Das Olympische Dorf in München. 7000 Sportler aus 122 Nationen ziehen hier ein. Im Dorf schlägt das Herz der Spiele. Die Stimmung war toll im Olympischen Dorf. Das ist schon was Besonderes, wenn man da Teil von so einer großen Sportfamilie sein kann. Und so fühlt man sich dann auch. Es war toll, dieses volle Leben, dieses pralle Leben da zu sehen. Im Männerdorf spielte sich ja hauptsächlich das gesellschaftliche Leben ab. Und da war immer was los, da konnte man treffen, wen man wollte. Die Stimmung im Olympischen Dorf war überschwänglich. Das war so sensationell, wie man da miteinander umging. Da war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Manchmal hat man sich gefragt, sind das Olympische Spiele? Konzentriert sich hier überhaupt nur einer auf Wettkämpfe oder was? Ja? Eine Stimmung, die ganz München erfasst. Die Welt staunt über die neue deutsche Lässigkeit. Rund um das Olympische Dorf ein Schutzzaun. 4 Kilometer lang, 2 Meter hoch. Und doch kein wirkliches Hindernis. Wenn man nachts im Dorf sich die Füße ein bisschen vertreten hat, dann wunderte man sich, wo kamen denn die Kerle jetzt alle her? Und da war das überhaupt kein Problem. Man nutzte halt den Zaun, um wieder ins Olympische Dorf zu kommen. Daher kenne ich mich aus mit dem Zaun, ja? Dass ich auch dann mal unterwegs war. Ja? Verantwortlich für den Zaun ist Walter Tröger. Ihm ist klar, dass man so niemanden hindern kann, ins Olympische Dorf einzudringen. Guten Tag. Schön, dass Sie pünktlich sind. Gestern waren es mindestens 10 allein hier, nachdem was die Postbeamten so beobachtet haben. Die gehen zum Feiern in die Stadt und klettern darüber. So ganz wohl ist mir dabei nicht.
Und unsere Männer gehen täglich hier entlang. Aber überall können die auch nicht sein. Ja, ist mir schon klar. Aber offenbar meint hier jeder machen zu können, was er will. Wir könnten die Abschreckung verstärken. Mehr Kontrollen, auch in Polizeiuniform. Ja, das stimmt schon. Aber das ist genau, was man nicht will. Abschrecken. Polizisten in Uniform passen nicht ins Sicherheitskonzept. Der Olympia-Look der Beamten ist himmelblau und weiß. Waffen sind tabu. Dieser Ordnungsdienst hat nichts von deutschem Obrigkeitsstaat. Genau wie der Titel des Chefs im olympischen Dorf. Ich war der Erste, der den Namen Bürgermeister führte. Alle anderen vorher hatten militärische Namen, General oder Kommandeur oder Gouverneur oder irgend so etwas. Und wir haben bewusst gesagt, das ist eine zivile Einrichtung. Und ich habe dann die Funktionen eines Bürgermeisters. Dabei ist die Welt 1972 alles andere als heil. Die Gewalttaten der Baader-Meinhof-Gruppe verunsichern die Gesellschaft. Auf offener Straße liefern sich die Terroristen Schießereien mit der deutschen Polizei. Die Terrorgefahr ist auch ein Thema im Münchner Sicherheitskonzept. Ein Polizeiberater entwirft Szenarien, darunter einen Palästinenser-Anschlag auf israelische Sportler, den Fall 26. Der Fall 26 war eben, dass eigentlich das ganze Szenario vorhanden war. Aber niemand hat, oder kaum jemand, hat das ernst genommen, hat gesagt, natürlich müssen Planspiele gemacht werden und im Sandkasten muss das alles vorbereitet werden, was möglich ist. Aber keiner hat geglaubt, dass so etwas passieren könnte und deswegen hat man das dann wohl zur Seite gelegt. So kann sich eine Gruppe junger Männer aus Palästina unbehelligt auf dem Olympiagelände umsehen. Sie fallen nicht weiter auf, denn Offenheit und Freiheit sind den Verantwortlichen in München wichtiger als totale Sicherheit. Und auch die Behörden ignorieren Hinweise, dass sich palästinensische Terroristen mit Hilfe deutscher Neonazis offenbar auf einen Terroranschlag vorbereiten. Das Interesse der jungen Männer gilt im Haus Connolly Straße 31. Hier wird das israelische Männerteam wohnen. Unbemerkt können die Palästinenser das Quartier auskundschaften. Die israelische Olympiamannschaft. Aus Sicherheitsgründen reist sie erst kurz vor der Eröffnung an. Mit dabei ist auch die Sprinterin Esther Roth. Es war ein Traum, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Als ich nach München kam, war alles aufregend. Die Stimmung im Olympischen Dorf war wunderbar. Es war ein besonderes Erlebnis. Ich war wie in einer anderen Welt. All das verdankt sie ihrem Trainer Amitsur Shapira. Bereits mit 14 wird Esther Roth von Shapira entdeckt. Von diesem Moment an sind sie wie Vater und Tochter. Mein Trainer Shapira war für mich viel mehr als nur ein Trainer. Ich hatte, als ich anfing, überhaupt keinen sportlichen Hintergrund. Ich war wie eine Wilde mit einem angeborenen Talent. Und er nahm diesen Rohdiamanten und hat ihn geschliffen. Amitsur Shapira, das Traineridol unter Israels Leichtathleten. Als aktiver Sportler früher selbst erfolgreich, glücklich verheiratet, 4 Kinder. 6 Jahre lang führt Amitsur Shapira Esther Roth bis zum Ziel ihrer Träume, den Olympischen Spielen. Er kümmerte sich um alles und sorgte für mich wie ein Vater. 6 Jahre lang war er für mich Lehrer und Trainer. Der Einzug ins Olympische Dorf ist der Höhepunkt ihrer ungewöhnlichen Karriere. Wir hatten ja nicht einmal Hürden, die mussten für mich erst besorgt werden. Wir kamen aus der sprichwörtlichen Wüste, um uns mit der Weltspitze zu messen. Die Weltspitze. Für Esther Roth ist das Heide Rosendahl, Deutschlands Goldhoffnung. Konkurrentin und Freundin. Ich bin ja auch
durch den Mehrkampf ein bisschen Hürden gelaufen und hatte dann Kontakt mit der Esther Roth. Sie kam vom Sprint, war eine sehr schnelle Läuferin, sehr agil. Und Sprinter haben auch meistens immer Temperament. Und sie war sehr temperamentvoll. Und wir sind ein paar Mal gegeneinander gelaufen. Und dann entsteht auch eine gewisse Freundschaft. Heidi Rosenthal stand meinen Disziplinen ziemlich nah. Sie war ja Weitspringerin. Sie war eine sportliche, hübsche Frau, die zu dieser Zeit bereits ziemlich berühmt war. In München ist Rosenthal schon vor Beginn der Spiele ein großer Star. Und das Sinnbild einer neuen Generation. Auch für den jungen Zeitungsreporter Werner Rabe. München 1972 war für mich das erste Sommermärchen. Und wir jungen Leute wollten uns da auch von einer ganz anderen Seite und von einer positiven Seite zeigen. Und das wurde durch diese ganze Stimmung, durch diese ganze Atmosphäre, durch diese Bauten, durch diese Farbenwelt, das wurde uns wahnsinnig leicht gemacht. München ist ein Gesamtkunstwerk ohne aufdringliches Pathos. Mit neuer Architektur, neuen Farben und Formen und einem neuen Hund. Olympiadackel Waldi. Der Münchner Hauptbahnhof kurz vor den Spielen. Ja, aber der Walle, der schießt eben unten rechts. Das war nicht so schwer. Das Revier von Sonderfahnder Heinz Hohensinn. Er und seine Leute sollen München olympiasicher machen. Da schau her, das ist doch der Franjo. Das gibt's ja nicht. Und der doch. Der hat vielleicht Nerven. Knöpfen wir uns jetzt aber vor. Wir waren Sonderfahnder, die zuständig waren, 1972 München vor Kriminalität sauber zu halten und waren in Bordellen, in Spielcasinos, Spielclubs, illegale rund um den Hauptbahnhof. Heinz Hohensinn ist 30 Jahre alt, Zivilpolizist und Sonderfahnder. Er ist mit seinen Männern im Dauereinsatz, damit Münchens Kriminelle nicht die Olympia-Party stören. So, gehen wir. Wir waren so präsent, dass viele München verließen, auch unsere bekannten Gesichter, die sagten, jetzt bin ich heute schon das zweite oder dritte Mal kontrolliert worden, mir reicht's, ich gehe jetzt also weg für die Zeit der Olympischen Spiele. Doch ein junger Palästinenser fällt durchs Raster. Er nutzt das Bahnhofsmilieu, um dort Taschen zu verstecken. Inhalt: 8 Kalaschnikow-Maschinenpistolen und 10 Handgranaten. Der Tag der Eröffnungsfeier. Bilderbuchwetter. Die Athleten im Dorf machen sich bereit für den Einmarsch der Nationen. Ulrike, du bist ja immer noch nicht fertig. Wir sollen jetzt 10 Minuten im Stadion sein. Ich brauche nur noch die Schuhe. Jetzt gehen wir los. Okay, super. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden über 70 Fernseh- und Radiostationen aus aller Welt zeigen, in welch fröhlicher und festlicher Gemeinschaft wir versammelt sind, um die Eröffnung der Spiele der 20. Olympiade gemeinsam zu begehen. So, hallo zusammen. Hallo, Leute. Ich komme zum Lassen. Was ist das Beste? Herzlich willkommen hier. Hey, gut. Hi, Herr. Ich bin froh, dass ich jetzt mal los. Ich komme einmal auf die. Ach, Mensch, guck mal, das Stadion und die Farben. Sieht doch toll aus, ne? Oder? Prost. 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 Die Stimmung war super. Die Hälfte meiner Staffel kam nach München und ich war natürlich froh, dass ich dabei war. Denn das war ein Ereignis, wer macht schon mal irgendwie Spiele mit, ne? Klaus Bechler ist Hubschrauberpilot beim Bundesgrenzschutz in Niedersachsen. Sein oberster Dienstherr ist Innenminister Hans-Dietrich Genscher. 1972, das war also für mich ein ganz hartes Jahr, denn da lief ja auch die Fahndung nach Bad am Main auf. Wir haben Transporte gemacht von den gefangenen Terroristen. Und da war ich also viel im Einsatz. Für mich
war das der Olympiaeinsatz wie Urlaub. An diesem Nachmittag ist das Münchner Olympiastadion für 2 Stunden der Mittelpunkt der Welt. Mehr als 1 Milliarde Menschen sehen die Übertragung der Eröffnungsfeier. München hat sich weltoffen gezeigt, hat jeden begrüßt, egal wo er herkam. Wo also Kurt Edelhagen mit seinem Orchester zu jedem Land passend ein Lied geschmettert hat. Das war nicht aufgesetzt, das war, die Leute haben mitgeschunkelt, ob sie das Lied gekannt haben oder nicht. Das war wirklich gelungen. Für viele ist es der glücklichste Tag ihres Lebens. Der Einmarsch der Nationen dauert 90 Minuten. Ein ganz besonderer Auftritt für Esther Roth und ihre israelischen Teamkameraden hier in Deutschland. Das erste Mal, das vergisst man nie. Als wir 1972 ankamen, wusste ich, was Deutschland bedeutet. In Israel kennen wir die traurige Geschichte des jüdischen Volkes in Deutschland. Diesen emotionalen Ballast trugen wir immer mit. Wir sind hierher gekommen, um uns mit dem Gefühl unserer Freundschaft zu zeigen und an den Spielen teilzunehmen. Ich habe mich gefreut, dass ich als eine der größten in der ersten Reihe der Damen einmarschieren durfte. Das fand ich klasse. Die Kleinen durften diesmal hinten rein. Die Großen durften in der ersten Reihe die Front bestücken und sind wir direkt ein paar Meter hinterm Fahnenträger einmarschiert. Höhepunkt der Eröffnungsfeier: das Friedenssymbol. 5000 Brieftauben steigen in den Himmel über München. Das ist was ganz Besonderes. Das ist ganz Besonderes. Als die da alle hochgingen, das war super. Denn ich weiß, als Kind habe ich mal Tauben gezüchtet. Also nach dem Krieg und so, da habe ich mal 2 geschenkt bekommen und dann habe ich die gezüchtet und das war ergreifend, wirklich schön. Die Spiele von München sind auch politische Bühne. Kanzler Willy Brandt und seine Regierung nutzen sie für ihre Botschaft an die Welt. Die Vorstellung im Organisationskomitee war, Olympische Spiele zu organisieren, geradezu als Kontrastprogramm zu denen von 1936 in Berlin. Denn die Vergangenheit lastet noch schwer auf Deutschland. Die Nazi-Spiele von 1936 sind nicht vergessen. Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet. Damals machte das Regime aus den Spielen eine Propagandashow. Nichts soll daran erinnern. So entstand der Gedanke dieser heiteren, offenen Spiele. Und das wurde allgemein nicht nur akzeptiert, sondern diese Heiterkeit hat alle ergriffen. Die Mannschaften, die Sportler, die angetreten sind, die Organisatoren. Die Spiele von München sind die Spiele der Superstars. Marc Spitz holt 7-mal Gold. Turnfloh Olga Korbut verzaubert mit ihren 17 Jahren das Publikum. Am 6. Wettkampftag dann das erste Gold für die Bundesrepublik. Natürlich durch Miss Leichtathletik Heide Rosendahl. Die israelische Läuferin Esther Roth verbringt diese Tage mit ihrem Trainer. Ich erinnere mich an meinen Trainer, wie wir zusammen im Dorf rumliefen.
Es war vorgesehen, dass ich nur Hürden laufen sollte. Und während wir in Deutschland waren, sagte er zu mir, du wirst auch die 100 Meter laufen, denn zwischen den 100 Metern und dem Hürdenlauf gibt es ein paar Tage Pause. Und ich möchte, dass du die Stimmung im Stadion mitbekommst. Am 4. September schafft Esther Roth in München eine Sensation. Mit persönlicher Bestzeit qualifiziert sie sich für das Halbfinale. Es ist der größte Triumph ihres Trainers. Er fühlte sich wie auf Wolke 7. Seine Augen glänzten und er hatte ein Lächeln. Ich hatte noch nie solch einen glücklichen Menschen gesehen. Und es machte mich froh, dass ich der Grund war. Am selben Nachmittag gibt es im Olympiastadion eine noch größere Sensation. Klaus Bächler, genannt Coco, ist live dabei. Wollen wir mal gucken, was heute hier so läuft, oder? Oh Mensch, Coco, was soll denn das? Lass das doch. Ich hatte bis Mittag Dienst und bin dann ins Stadion. Es war eine Stimmung da. Sie konnten hingehen, wo sie wollten. Das war überall immer schön. Ja. Lass uns mal gucken, was hier, welcher ist noch eigentlich? Montag der 4. Ne? Schau doch mal rein hier. Ja. Leichtathletik, Olympiastadion. Hier, Hochsprung der Frauen, da geht's wohl gerade los. Ja? Schau doch mal, wer ist denn da von uns dabei? Die Mundinger, Gärtner und Meifert. Kennst du die? Nee, nie gehört. Sag mal, Meifert Ulrike aus Köln-Wössel. Alter, die ist 16. Tatsächlich, die ist 16. Das kann doch nicht sein, 16. Man hatte hier eigentlich keine Chancen eingeräumt. Und das geht ja dann immer meistens um 3 Zentimeter weiter. Und man freute sich wirklich mit ihr, so wie sie sich über jeden Sprung freute. Gerade weil keiner mit mir gerechnet hat, ging das richtig ab. Ich habe selber verwundert immer wieder festgestellt, dass mein Name auf der Anzeigetafel immer höher stieg. Das lief ab wie in einem Film für mich. Dann hörte man so unter dem Zeltdach so ein Raunen. Ne? Man merkte, also da ist jetzt jemand. Alles konzentrierte sich plötzlich auf diesen Hochsprungwettbewerb. Hey, guck mal, jetzt wird's spannend. Vorher ging ich erstmal zur Latte und habe mir die neue Höhe ganz ehrfürchtig angeschaut und dann ging ich zum Ablaufpunkt und dann war alles mucksmäuschenstill. Man konnte wirklich eine Stecknadel fallen hören. Also ich kann überhaupt nicht hinschauen. Oh Gott. Also komm. Mach jetzt los. Ja! Und dann ging das Getose und Gebrülle los. Das ist schon irre. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das noch erinnere. Super! Ein 16-jähriges Mädchen da, ne? Das war überhaupt nicht dran zu denken an sowas. Ne? Und die schafft das dann. Das war super. Dieses Küken, Ulrike Meifert, ja, dem hat es natürlich auch jeder im Stadion gegönnt, egal aus welchem Land der kam. Ja? Das war Begeisterung pur. Man hat sich in sie verliebt und das hat funktioniert. Da ist der Funke auf das Publikum übertragen worden. Das war sensationell. Partylaune auch in der israelischen Mannschaft. Sie fahren zusammen in die Innenstadt, um den Erfolg von Esther Roth und Amitsur Shapira zu feiern. Er lief durchs Dorf wie ein König. Er erzählte mir, er wollte eine Diät machen, um bei der Rückkehr gut auszusehen. Und wir hatten gehört, wie stolz die Leute auf uns waren. Regierungssitzungen wurden unterbrochen, um zu sehen, wie Esther Roth weiterkommt. Das ganze Land hat mit uns gefiebert. Esther Roth ist als einzige der israelischen Leichtathleten noch im Wettbewerb. Am Hauptbahnhof treten Sonderfahnder Heinz Hohensinn und sein Kollege die Nachtschicht an. Das Schließfach der Palästinenser ist zu diesem Zeitpunkt schon ausgeräumt. Niemand hat die Waffen bemerkt. Auch ein Zimmer im Hotel neben dem Hauptbahnhof ist seit einigen Stunden leer. Ein paar Männer aus Palästina haben sich hier getroffen und am 4. September ausgecheckt.
Wir fuhren auch an dem Hotel 5 oder 10 Mal vorbei, aber wir waren ja nicht an Hotels zu kontrollieren. Es wurden zwar die Meldescheine dann gesammelt, aber da kann dann auch jeder reinschreiben, was er gerade will. Spätabends kehren die Israelis vom Feiern zurück. Der Bus hielt neben unserem Gebäude. Amitsur sagte, wir treffen uns morgen, dann gebe ich dir die Essensmarken. Wir wollten zusammen frühstücken. Esther Roth verabschiedet sich von ihrem Trainer. Für wenige Stunden, wie sie denkt. Kurz nach Mitternacht ziehen sich die israelischen Sportler in ihre Apartments zurück. Am frühen Morgen des 5. September geschieht, was das Polizeiplanspiel Fall 26 beschrieben hatte. Wort für Wort. Ein Freischärlerkommando hat gegen 5 Uhr früh den Zaun des Olympischen Dorfes überstiegen. Die Eindringlinge haben den Wohnblock der israelischen Mannschaft besetzt. Es wurden Schüsse und Rauch gemeldet. Um 4.55 Uhr geht bei der Polizei die erste Meldung vom Überfall im Olympischen Dorf ein. Kurz darauf wird der Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Walter Tröger, alarmiert. Frühmorgens kam ein Telefonanruf, den meine Frau entgegengenommen hat. Ihr ist aber nicht gesagt worden, worum es ging, sondern nur darum, ich werde möglichst bald unten erwartet, vor dem Haus Connolly-Straße, sei etwas passiert. Herr Tröger. Ja. Einige Männer sind ins israelische Mannschaftsquartier eingedrungen und haben die Sportler als Geiseln genommen. Ist jemand verletzt? Die ersten Informationen waren, dass es mindestens einen Toten gegeben hätte, der ja auch schon vor der Tür aufgefunden worden war, dass man nicht wüsste, wie viele Geiseln sie genommen hätten und was in dem Haus überhaupt passiert sei, dass man vor allem auch nicht wüsste, wie viele Geiselnehmer, Terroristen sich in dem Haus aufhielten. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Wie sind die denn bloß hier reingekommen? Nachdem sie den Zaun überstiegen hatten, sind sie einfach in die Wohnung rein. Ja, hat denn niemand was gemerkt? Es gab Zeugen, die gesehen haben, wie der Zaun überstiegen wurde. Leute von der Post. Und haben die Alarm geschlagen? Nein, die haben sich nichts dabei gedacht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Der Schauplatz des Überfalls. Connolly-Straße 31. Auf dem Balkon zeigen sich maskierte Männer. Sie wissen offenbar genau, was sie tun. Guten Morgen. Guten Morgen. Fahren Sie mich zum Olympischen Dorf, auf kürzestem Weg. Und es muss bitte ganz schnell gehen. Ich übernachtete mit meiner Frau im Münchner Hotel und bekam sehr früh den Anruf. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich wie ein Schlag getroffen. Und wundern Sie sich nicht, wenn da viel Polizei ist. Im Dorf ist was Furchtbares im Gange. Im Büro von Walter Tröger ist inzwischen der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber eingetroffen. Wissen wir denn, wie viele Geiselnehmer es sind? Also die Situation stellt sich so dar, dass einige Personen, also 4 oder 5 Personen, über den Zaun das Lager, also das Dorf. Bitte? Wir haben gerade mit einem der Geiselnehmer gesprochen, so eine Art Anführer. Er sagt, er möchte den Bürgermeister sprechen. Meine Herren, dann sollten wir rübergehen. Die Terroristen würden Wert darauf legen, dass sie die Verhandlungen mit dem Bürgermeister des Olympischen Dorfs führten, denn der sei für sie zuständig. Nicht? Was natürlich
dummes Zeug war, denn letztlich haben die auch gewusst, dass es weit über den Bereich Olympiusdorf hinausgeht. Das zeigt mir aber, dass sie schon über die Infrastruktur des Dorfs und über die Interna sehr genau Bescheid wussten. Auf dem Balkon zeigt sich der Anführer. Mit Sonnenhut und khakifarbenem Anzug, das Gesicht mit Schuhcreme geschwärzt. Ein Killer im Karnevalskostüm. Ich bin Walter Tröger. I'm the Major of the Olympic City. You ask me to come over. Guten Tag. Mein Name ist Isa. Sie sprechen Deutsch? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Aber bitte, lassen Sie uns doch nach draußen gehen und vor der Tür sprechen. Ich habe ihn gefragt, wo er so gut Deutsch könnte. Und da hat er mir gesagt, er hätte an der TU Berlin studiert und er sei schon mehrere Jahre in Deutschland gewesen. Und dann habe ich gleich am Anfang die Frage gestellt, warum sie das machen und ob es keine anderen Lösungen gäbe. Und da hatte er bereits gesagt, sie hätten einen Auftrag und diesen Auftrag müssten sie erfüllen und den würden sie auch erfüllen. Zur selben Zeit wird Sonderfahnder Heinz Hohensinn alarmiert. Ich wurde um 6:30 geweckt mit 1,5 Stunden Bettruhe. Es wäre was Schreckliches passiert. Ich sollte ins Camp kommen, obwohl uns das als Waffenträger an und für sich untersagt worden ist. Habe ich das richtig verstanden, Heinz? Wir fahren ins Olympische Dorf? Ja, ganz genau, ins Dorf. Ansage vom Chef, Einsatz mit voller Bewaffnung. Was ist da los? Kugeln sich da die Sportler? Das ist nett. Ich habe das Gefühl, das ist noch viel schlimmer. Im olympischen Frauendorf träumt Esther Roth noch von ihren Erfolgen und vom nächsten Rennen. Esther! Esther Kumi! Jeder hatte Angst, zu spät zum Training zu kommen. Daher war das mein erster Gedanke, also rief ich, einen Moment, und zog mir meine Sportklamotten an. Ich wollte ja nicht zu spät kommen. Ich öffnete die Tür, da standen zwei Frauen vor mir. Sie sagten mir, du musst schnell deine Sachen zusammenpacken. Terroristen sind ins Dorf eingedrungen, wir müssen hier weg. Was heißt das, ins Dorf eingedrungen? Ich habe mich wie ein Roboter verhalten. Die Israelis flüchten aus ihren Apartments. Ich erinnere mich an den Moment, als ich auf die Straße ging. Es sah alles so normal aus. Leute spielten, liefen herum. Ich fragte mich, kann das sein, dass man mir von Terroristen erzählt und hier sieht alles so normal aus? Man wusste einfach nichts. Und je weniger du weißt, desto mehr Angst hast du. Als wir in das andere Haus geführt wurden, dachte ich, dass an jeder Ecke ein Terrorist steht, der vielleicht auch mich kidnappen will. Die Sportler sammeln sich in einem Raum im Keller des Verwaltungsgebäudes G1. Dort vermutet Esther Roth auch ihren Trainer. Jetzt suchte ich ihn. Ich sah die ganze Gruppe, aber ihn nicht. Ich kannte ja keine Einzelheiten. Was ist wirklich passiert? Wen haben sie erwischt? Wir wussten gar nichts. Dieser Kontrast, dieser plötzliche Schnitt zwischen dem großen Traum und dem, was man uns angetan hat. Als hätte man uns die Beine weggeschlagen. Das war ein wahnsinniger Schock. Meine Herren, wer es noch nicht weiß, es gibt jetzt ein Flugblatt mit den Forderungen der Täter. Darin heißt es, sie verlangen bis 9 Uhr die Freilassung von 236 in Israel inhaftierten Palästinensern sowie die Freilassung der Terroristen Bader und Meinhof.
Bis 9 Uhr? Wie soll das denn gehen? Weiter fordern Sie freien Abflug in eine arabische Hauptstadt, freies Geleit, ein vollgetanktes Flugzeug. Und wenn die Polizei das Gebäude stürmt, schießen Sie alle Geiseln. Das wäre sicher nicht möglich gewesen, dass den Forderungen der Terroristen gefolgt worden wäre, mit der Bader-Meinhof-Gruppe oder mit den 100 Leuten in Israel. Auch die Frage mit dem Ausfliegen, allerdings ist das auch nicht lange erörtert worden, weil dann sich die politische Entscheidung bei uns in Deutschland durchgesetzt hat. Gäste in unserem Land können wir nicht Terroristen überlassen. Was machen wir jetzt? Die Sondereinsatzkräfte der Polizei sind bereits hierher unterwegs. Die müssten gleich hier sein. Ja, und was sollen die dann machen? Im schlimmsten Fall gibt es eine polizeiliche Lösung. Mit Waffeneinsatz. Die Doppelstrategie hat von vornherein bestanden, selbstverständlich. Man hat selbstverständlich gedacht, wenn man auf kurzem Wege, auf schnellem Wege die Terroristen ausschalten könnte, dann wäre das die beste und möglicherweise auch die unblutigste Lösung. Nur, es gab zu viele Unbekannte in dieser ganzen Rechnung. Augenblick mal also. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mit denen reden. Und mit Bonn, mit der Regierung. Gibt es schon was Neues vom Bundesinnenminister? Der Genscher ist auf dem Weg hierher. Innenminister Hans-Dietrich Genscher genießt das Vertrauen des Bundeskanzlers. Er ist krisenerprobt im Umgang mit Terroristen. Bisher allerdings nur mit Deutschen. Zunächst einmal gab es eine taktische Bemühung, nämlich den Zeitpunkt und die Dauer des Ultimatums hinauszuschieben, um Wege zu finden. Ich habe mit dem Bundeskanzler Willy Brandt telefoniert und mit Walter Scheel, dem Außenminister, weil wir uns natürlich Unterstützung aus der arabischen Welt erhofft haben. Während Tröger mit den Terroristen verhandeln will, treffen die Sonderfahnder aus München auf dem Olympiagelände ein. Doch die Einsatzleitung hat keinen Plan. Grüß Gott, Herren. Kommen Sie bitte rein. Die Lage. Geiseln in der Connollystraße 31. Wie viele Geiselnehmer sind es? Das wissen wir nicht. Das wisst ihr nicht? Was ist, wenn die auf uns warten? Also wäre es schon gut zu wissen, wie viele das sind. Ja, ich weiß schon, aber wir haben nichts. Toll ist das nicht. Aber bleibt uns was anderes über? Gut, wir müssen da rein. Irgendwie. Wir waren ja Außendienstbeamte. So Spezialkommandos gab es ja damals noch nicht. Und wir waren schon geschult für Einzelfestnahmen. Das heißt also bewaffnete Bankräuber, Drogendealer und so weiter. Das waren wir geschult. Das war für uns ja dann alltäglich. Aber hier... Dieser Einsatz war eben einige Nummern für uns zu groß, das wussten wir also von Anfang an. Denn sie treffen auf schwer bewaffnete Fanatiker. Die Geiselnehmer wechseln immer wieder ihre Kleidung. Sie zeigen sich mal mit, mal ohne Maske. Die Verwirrung ist vollkommen. Wie viele Terroristen es gab, wie sie bewaffnet waren, nicht? Das war ja alles noch offen. Wir wussten, dass die oben Maschinengewehre und Maschinenpistolen hatten, die immer runtergeguckt haben. Und wir wussten, dass der Issa eine Handgranate in der Hand hatte. Aber wir sahen immer nur maximal 3 oder 4 Leute. Um 9 Uhr läuft das Ultimatum ab. Tröger will einfach nur Zeit gewinnen. Sie kennen die Forderung. Es gibt leider keinen großen Spielraum für Verhandlungen. Ja, das ist uns klar. Aber hören Sie, bis 9 Uhr das... Das schaffen wir nicht so schnell, kriegen wir das nicht organisiert. Wir brauchen mehr Zeit. Ich bitte Sie. Mehr Zeit. Mehr Zeit. Gut. Sie haben Zeit. Bis genau 12 Uhr. Um alle unsere Forderungen zu erfüllen. Das sollte reichen. Sie hätten nichts gegen uns, sie hätten auch nichts gegen die Israelis, was ich ihnen sogar geglaubt habe.
Aber wir böten ein Schaufenster und dieses müssten sie einfach nutzen, dass ihm das persönlich auch leid tut, dass sie uns in solche Schwierigkeiten brächten, aber dass es überhaupt keine Alternative dazu gäbe. Also er hat zugestimmt. Er gibt so Zeit bis 12 Uhr, das sind 3 Stunden. Gehen wir, meine Herren. Das wäre mal ein freier Tag gewesen. Plötzlich wurden wir geweckt, Briefing. Könnt auch kommen, wie ihr seid, im Schlafanzug. Ja, und der Kommandeur sagte dann, ja, da im Olympischen Dorf, da ist irgendwas passiert, da ist geschossen worden. Da hat wohl einer Mist gemacht oder was. Ne? Die Polizei ist vor Ort. Es kann sein, dass sie unsere Maschinen brauchen. Haltet euch ab sofort in Alarmbereitschaft. Reinhard, Klaus, ihr bildet Team 1. Alles klar. Dann haben wir gewartet, ne? Mit Helm, Karten und so, in Bereitschaft, Fernsehen geguckt. Ne? Man tappte ja im Dunkeln, man wusste nicht, wie viel das waren. Na, um was geht's? Nicht viel, ne? Im Olympischen Dorf gibt's Ärger, also richtig bösen Ärger mit Schießerei und so, ne? Ja, da geht's richtig runter, die haben eine ganze Mannschaft gekidnappt. Haben sie gezeigt. Wer denn? Ja, das wissen die auch noch nicht. Die Polizei riegelt Teile des Olympischen Dorfes ab, gefilmt von mehreren Fernsehteams. München ist der erste Terroranschlag vor laufenden Kameras. In Sichtweite zum Tatort wohnen deutsche Sportler. Unter ihnen der Sprinter Manfred Ommer. Manfred, wach auf! Oh. Manfred, das musst du sehen. Was denn? Ja. Oh, das ist unglaublich. Es gab einen Überfall, es Tote gegeben, wurde geschossen. Es brach sofort über einen rein. Jeder wusste ein bisschen was, aber keiner was Genaues. Und da war auch eigentlich, ich sag mal, morgens nach dem Aufwachen, waren die Spieler eigentlich da schon tot. Das gibt's ja nicht. Das hier im Dorf? Connolly-Straße, ist die nicht da drüben? Ja, stimmt, ich kann's von hier aus sehen. Die sagen, die haben Geisel genommen. Fass es nicht, mitten unter uns. Bundesinnenminister. Dann kam dieser Punkt, dass man sich wirklich angegriffen gefühlt hat in dieser Sportfamilie, das war ja irgendwie wie eine große Familie in diesem eingezäunten Bereich des Olympischen Dorfes. Und da wagte jemand, diese Familie irgendwo anzugreifen. Währenddessen gehen die Spiele weiter, ganz nach Plan. Nur ein paar hundert Meter von der Connolly-Straße entfernt kämpfen Sportler um Gold, Silber und Bronze. Der 5. September begann ja als Wettkampftag, so als wenn nichts passiert wäre. Es gab Zuschauer, die haben gar nicht gewusst, was ist und haben applaudiert, haben sich ihren Wettkampf angesehen, ohne zu wissen, dass nun schon 2 israelische Sportler tot waren und 9 um ihr Leben zitterten. Allmählich werden die Menschen im Dorf unruhig. Polizisten, Sportler und Zuschauer fühlen sich alleingelassen. Von dem Moment an kam natürlich mehr und mehr zu der Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Können die Spiele weitergehen? Sind sie zu Ende? Und was ist mit dem Training? Also die vom Verband wussten jetzt erstmal von nichts. Es bleibt jetzt erstmal alles beim Alten. Ja, wir sollen jetzt einfach so zum Training gehen, oder was? Raus aus dem Haus, einfach durchs Dorf. Ich meine, wer sagt uns denn, dass die nicht auch auf uns schießen? Am Anfang fühlte man sich ja ohnmächtig. Weil das war ja eine Situation, wo man so noch nie mit zu tun hatte. Ja? Und da kamen ja dann die tollsten Vermutungen zustande, wer dann alles dahinter stand. Der Mossad spielte dann auf einmal auch eine Rolle, ob der vielleicht das Ganze mitinitiiert hatte oder nicht. Und es war abenteuerlich. Meine Herren, kleiden Sie eine ein, bitte schön. Trainingsanzüge. Und Westen. Die Männer um Heinz Hohensinn haben noch immer keine Ahnung, mit wie vielen Gegnern sie es zu tun bekommen.
Trotzdem sollen sie auf dem Dach der Connolly-Straße in Stellung gehen. Als Sportler getarnt. Unsere alten Panzerwesten, die waren ja 25 Kilo schwer. Und wir hatten ja so eine Polsterung also da, und eine Maschinenpistole in der Hand. Dass uns da jemand für Sportler hält, das glaube ich also nicht. Also die Trainingsanzüge waren eigentlich völlig überflüssig. Da hätte man uns in unserer altgedienten Lederjacke belasten können. Weltweit übertragen die Kameras die Bilder von schlecht verkleideten deutschen Polizisten beim Anschleichen auf die Connolly-Straße 31. Dort übernimmt Innenminister Genscher die Verhandlungen. Und er macht Bekanntschaft mit Issa, dem Anführer der Geiselnehmer. Mein Eindruck war, dass er ein sehr ernsthafter Mann war. Und dass er unter unglaublichen Anspannungen stand. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass er sehr entschlossen war. Und in dem Gespräch wurde das auch deutlich, als er sagte, ich bin ein Soldat und ich habe Befehlen zu gehorchen und ich werde das tun. Heide Rosendahl hat sich auf den Weg gemacht zum Notquartier der Israelis. Geht es hier hoch? Ja. Danke. Dann wollen wir mal. Ne? Wir durften dann auch mal zu Ihnen, um zu hören, Mensch, können wir was tun für euch? Können wir euch irgendwie helfen? Und das war für mich auch ein Erlebnis. Man kam da rein, man kannte die Gesichter. Heide. Die israelischen Sportler sind wütend. Sie fühlen sich komplett isoliert. Die waren noch weniger informiert als wir, weil wir ja nur uns draußen frei bewegen konnten. Und die durften auch diese Räumlichkeiten nicht verlassen. Esther Roth wird von ihren Funktionären gedrängt, am nächsten Tag im Wettkampf zu starten. Flagge zeigen, um jeden Preis. Sie weiß inzwischen, dass ihr Trainer Amitzur Shapira unter den Geiseln ist. Für mich war das eine schwierige Situation. Es war ein harter Tag. Ich war daran gewöhnt, dass er immer neben mir war. Ich hatte nur die eine Sorge: Was passiert mit ihm? Das war ein sehr schwieriger Tag. Wie sollte ich da laufen? Da gingen wir dann 13 Beamte auf die Dächer mit unserer normalen Dienstwaffe und einer Maschinenpistole. Und wir kamen uns auf dem Dach vor wie Bergsteiger in Badehose und Sandalen, die dann ein Himalaya-Gebiet ein. So unglücklich waren wir über uns selber, weil wir ja wussten, wir sind der Sache nicht gewachsen. Es waren einige Nummern zu groß für uns. Der Plan der Einsatzleitung: Angriff durch die Luftschächte. Die Polizisten sollen sich darin abseilen und die Palästinenser überwältigen. Und das alles schwer bewaffnet, mit Panzerwesten, gegen eine unbekannte Zahl von Gegnern, die bereit sind zu sterben. Wie stellt sich das vor? Das ist der komplette Wahnsinn. Uns war klar, wenn wir reingehen in die Unterkunft der Israelis, dass es dann zu einem Gemetzel kommt, dass es ein riesen Blutbad wird und dass wahrscheinlich keiner lebend rausgekommen wäre. Weder Geiseln noch Terroristen noch wir selber. Die Lage erscheint aussichtslos. Da erreicht die Männer auf dem Dach die erlösende Nachricht. Ja, ich höre. Haltet da noch durch, bleibt in Position, aber ihr werdet abgelöst. Es wird ein israelisches Spezialkommando eingeflogen. Und die hatten ja tagtäglich mit solchen Aktionen zu tun. Und darum waren wir eben den Freunden, wenn man gesagt hat, okay, die werden es dann schon richten. Doch im Krisenstab weiß man längst mehr. Hilfe von außen ist nicht zu erwarten.
auch kein Spezialkommando. Also ich habe gerade noch mal mit Bonn telefoniert und ich habe keine guten Nachrichten. Die israelische Regierung lehnt einen Austausch der Geiseln kategorisch ab. Brandt kümmert sich jetzt noch um Kontakt in die arabische Welt, aber er hat bis jetzt noch nichts erreicht. Und die israelischen Einsatzkräfte? Ich habe, als ein Beauftragter der israelischen Regierung kam, ihm gesagt, wollen Sie mit Einsatzkräften tätig werden, dann werden wir das möglich machen, denn Sie verfügen über die größere Erfahrung als bei uns. Das ist aber offensichtlich nicht in Erwägung gezogen worden. Da blieb eigentlich nur die Möglichkeit, Sie irgendwie durch Scharfschützen oder durch eine Soko-Einheit im Dorf zu überwältigen oder außerhalb des Dorfs zu überwältigen mit der Vorgabe, dass ein Flugzeug bereitstünde. Dem kam man dann immer näher. Ja, höre ich. Es kam der Funkspruch, dass die Israelis nicht kommen. Wir waren dann enttäuscht, weil wir waren schon in Erleichterung. Und wir mussten also geistig wieder eben von vorne anfangen. Das heißt, also die Verantwortung weiterhin bei uns. In dieser Situation fasst Hans-Dietrich Genscher einen einsamen Entschluss. Er will sich als Geisel anbieten, im Tausch gegen die Israelis. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Und habe das auch nicht sozusagen aus dem Bauch heraus. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe es mit niemandem besprochen. Ich hatte das Bedürfnis, bevor ich diesen Schritt tue, wollte ich noch mal die Stimme meiner Nächsten hören. Das war also meine Tochter, meine Frau, meine Mutter. Ja, geben Sie mir bitte Zimmer 431, Frau Genscher. Wenn man ein solches Amt hat, muss man ihm gerecht werden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das Leben dieser jungen Menschen zu retten, dann gibt es daraus auch eine Pflicht. Deshalb habe ich meine Frau im Hotel angerufen und meine Mutter, die bei uns lebte, zu Hause. Und habe dann gesagt, ruf mal meine Tochter rein, die spielt im Garten mit Freundin, einfach nur um die Stimme zu hören, denn das war ein Weg mit offenem Ausgang. Genscher unterbreitet Issa sein Angebot. Sein Leben im Austausch gegen das der gefangenen Israelis. Und dann habe ich ihm das gesagt. Er hat das abgelehnt. Ich habe gesagt, er soll doch mit, wenn er Soldat sei, könne er ja mit seinem Vorgesetzten sprechen. Das lehnt er ab. Der war davon überzeugt, das, was er tut, ist gerechtfertigt. Aber er stellt das auch gar nicht in Frage, indem er sagt, ich bin ein Soldat, ich empfange Befehl, ich habe den Befehl bekommen. Und ich führe ihn aus. Im Olympischen Pressezentrum wollen die Journalisten antworten. Gegen Mittag erklärt sich der Polizeipräsident und offenbart die vollkommene Ratlosigkeit der Verantwortlichen. Wahrscheinlich aber sind es 9 Geiseln. Es gibt auch Leute, die sagen 26. Das Gleiche gilt für die Zahl der Täter. Wahrscheinlich sind es 5 Täter. Es gibt Aussprüche, die sprechen von 21 Tätern, aber auch das könnte ganz bewusst und gewollt sein. Es gab dann auch die ersten Stimmen, wie dilettantisch man doch eigentlich reagiert hat, nämlich eigentlich gar nicht. Ja, man hat alles, was sich bewegen konnte, was an Sicherheitskräften da war, dorthin transportiert, aber es gab keinen Einsatzplan.
Das war sehr schnell zu erkennen. But it's terrible. Oh, look. Die in ihrem Notquartier eingesperrten Israelis wollen nicht länger tatenlos zusehen. Sie wollen die Situation selber in die Hand nehmen, so wie sie es aus Israel gewöhnt sind. Die waren voll wütend und kampfbereit. Ja? Besorg uns Waffen, wir wollen raus auf die Straße und kämpfen. Die wollten also wirklich Soldaten spielen, also nicht nur spielen, Soldaten sein. Sie waren ja alle ausgebildet als Soldaten. Das hat mich beeindruckt, muss ich sagen, weil das war mir fremd einfach. Es gab so ein Gefühl, dass wir uns einmischen müssen. Es war so ein Gefühl von, wenn nicht ich für mich, wer dann? Wir wollten uns einmischen, aber wir wurden davon abgehalten. Man hat es nicht zugelassen. Im Olympischen Dorf versammeln sich Besucher und Mitglieder der jüdischen Gemeinde, um spontan zu demonstrieren. Empörung über den Terror und die Hilflosigkeit der Behörden. Es gab zwei Parteien, die einen, die gesagt haben, also der Sport muss weitergehen, das kann nicht sein, dass Terroristen oder dass auch politische Dinge den Sport beeinflussen. Die Olympischen Spiele müssen fortgesetzt werden. Je mehr dann bekannt wurde, dass es schon Tote gegeben hatte, wechselten auch die Fronten. Erst jetzt befasst sich der Krisenstab mit der Frage, ob die Wettkämpfe einfach weitergehen können, als wäre nichts geschehen. Erst da ist die Diskussion über den Abbruch der Spiele überhaupt aufgekommen. Bis dahin hat sich alles fokussiert, auch bei allen Gesprächen, die ich mit anderen Sportlern oder wem geführt habe, wie können wir die überlebenden Geiseln retten. Und deswegen hat keiner daran gedacht, dass man jetzt schon Konsequenzen für die Spiele ziehen muss. Erst 11 Stunden nach Beginn des Überfalls werden die Olympischen Spiele von München offiziell unterbrochen. Es ist 15.38 Uhr. Alle diplomatischen Versuche sind gescheitert. Mit Israel kommen wir nicht weiter. Der will das durchziehen. Geld wollen die nicht. Aber das Land verlassen sollen sie auch nicht. Herr Polizeipräsident Schreiber? Meine Herren, ich sehe uns am Ende der Verhandlung. Ich denke, wir sollten nach einer polizeilichen Lösung suchen. Es gab einfach dann einen Zeitpunkt, wo uns klar war, jetzt werden sie nicht zum wiederholten Maße verlängern. Und da war dann allgemeine Meinung, das war ja auch eine Einschätzung dann, die polizeilich getroffen werden musste, ob man einen Zugriff versucht und wenn ja, wo. Erneut geht der Auftrag an die 13 Polizisten auf dem Dach der Connolly-Straße 31. Zugriff um jeden Preis. Sie sollen über die Balkone in die Apartments eindringen und sich den Weg freischießen. Das ist unsere einzige Chance. Günther, kannst du draußen was erkennen? Ja, nee, da passiert irgendwas. Aber ich kann es von hier nicht so richtig sehen. Dreizehn bayerische Polizisten suchen eine günstige Angriffsposition gegen eine unbekannte Zahl von Terroristen. Man sah Scharfschützen, die hatten alle Trainingsanzüge an und die postierten sich rundherum. Und dann sah man auch mal Bewegung, wie jemand rein und raus und sowas. Und das war schon sehr beängstigend. Ich gucke Fernsehen und sehe dann, wie Scharfschützen sich positionieren, wie die Polizei anrückt und sage zu meinen Kollegen, sag mal, die Terroristen haben doch auch Fernsehen. Kann es sein, gucken die mit, so wie wir jetzt? Sie gucken mit. Da die Einsatzleitung versäumt hat, den Strom abzustellen, können die Terroristen jede Bewegung der Polizisten auf dem Dach live am Bildschirm verfolgen. Ein fataler Fehler. Männer, wir ziehen uns zurück. Abbruch.
Abruf, wir kommen runter. Issa reagiert gereizt. Er ist sehr viel nervöser geworden, natürlich. Seine Ultimaten wurden drängender. Die Drohungen, dass angefangen wird zu erschießen, wurden drängender. Hans-Dietrich Genscher versucht erneut, die Lage zu entspannen. Noch einmal wendet er sich persönlich an Issa. Dann habe ich versucht, in anderer Weise mich dieser Frage noch mal zu nähern, indem ich gesagt habe, ich möchte aber dann auf jeden Fall gern die Geiseln sehen. Überraschend willigt Issa ein, Genscher zu den Geiseln vorzulassen. Zusammen mit Walter Tröger darf er das Apartment betreten. Ich wollte Genscher nicht alleine da reinlassen. Erstens einmal, er war der Minister und ich war zuständig darin und die Israelis waren meine Gäste und ich wusste auch, dass ich wahrscheinlich übersetzen werden musste. Bewachung in dieses Gebäude gegangen und habe dann in einem abgedunkelten Raum die Geiseln sitzen sehen. Das kann man auch im Nachhinein wirklich nicht beschreiben. Der erste schon erschossene Sportler lag in dem Raum. Das vergessen sie nie. Da kam heraus, dass die Geiseln sehr viel Angst hatten. Sie würden lieber ausgeflogen werden, als überrascht werden durch einen Sturm des Hauses, weil sie damit auch Erfahrungen in ihrem eigenen Land hätten und wüssten, dass es dabei kaum Überlebende gibt. Und da haben wir nun ein bisschen mehr Überblick bekommen, wie dieser Raum aussah, dass da ein zweiter Toter lag, dass es 9 Geiseln sind, die dort angekettet waren. Aber wir haben immer noch keinen Überblick über die Zahl der Terroristen gehabt. Ein Flugzeug soll auf dem nahegelegenen Militärflugplatz Fürstenfeldbruck bereitgestellt werden, um Täter und Geiseln auszufliegen. Einsatzbefehl für die Flugbereitschaft mit Pilot Klaus Bechler. Ja, sind wir da gelandet erstmal und dann eröffnet uns der Kommandeur, dass wir, Verhandlungen sind noch im Gange, vielleicht die Terroristen vom Olympiendorf nach Fürstenfeldbruck fliegen wollen. Ne? Und dann kam ja die Frage, wie kommen sie zu den Hubschraubern? Der Weg zu den Helikoptern führt durch diese Tiefgarage. Eine letzte Chance, die Terroristen noch im olympischen Dorf zu überwältigen. Ich weiß nicht. Hier rein, schau mal, da tut sich was. Wir bekamen nur die Information über Funk, dass wir runter sollen und uns in den dunklen Garagenboxen aufhalten müssen. Wir sollen uns verstecken, dass nicht irgendwie Panik ausbricht bei den Terroristen, damit sie nicht meinen, das wäre jetzt eine Falle. Und da hat Issa gesagt, dann wünsche ich einen Probegang. Dann haben wir diesen Probegang gemacht, Issa und 2 oder 3 seiner Leute, Schreiber und ich. Einer stand direkt hinter mir mit der MP in meinem Kreuz. Und da lagen nun die Scharfschützen in diesen Gängen unten. Und die sind nicht unterrichtet worden. Und deswegen hat er natürlich Angst, dass einmal die Knarre losgeht. Kein Zugriff! Das ist ein Probegang! Das ist ein Probegang! Kein Zugriff! Probegang! Stopp! Das hat natürlich Issa auch gemerkt und seine Leute, und dann haben sie das abgebrochen. So nicht. So nicht! Ich
hatte von Issa den Eindruck, dass er zu allem fähig ist. Und während dieser Zeit hielt er also ständig da abziehbereit die Handgranate in der Hand. Nach dem missglückten Probegang steigen Terroristen und Geiseln in einen Bus, auf den vor der Tiefgarage drei Helikopter warten. Einer für Genscher und den Krisenstab und zwei für die Geiselnehmer und ihre Opfer. Ja, das ist komisch. Und dann stieß der Innenminister zu uns und macht uns mit der Lage vertraut, dass wir die fliegen. Und er baut auf unsere Freiwilligkeit. Wir sollten also die nicht provozieren, kooperativ sein. Nach knapp 16 Stunden, um 22.06 Uhr, verlassen die Attentäter das Haus in der Connollystraße. Mit 9 aneinander gefesselten Geiseln aus Israel. Erst jetzt wird endlich klar, um wie viele Geiselnehmer es sich handelt. Wir wussten dann erstmals, dass es 8 Terroristen sind. Das sind 8 Terroristen. Man ging mal von 6 aus, ne? Doch diese Information wird nicht weitergegeben nach Fürstenfeldbruck. Der nächste verhängnisvolle Fehler. Man brachte uns in ein hohes Gebäude mit großen Fenstern. Von oben durch die Fenster konnten wir sehen, was vor sich ging. Wir standen da, schauten runter und es war wie in einem Theaterstück. Die Terroristen um Issa überlassen weiter nichts dem Zufall. Vor dem Start durchsuchen sie sorgfältig den Hubschrauber von Klaus Bechler. Ist es okay? Es ist alles in Ordnung. Bis dann noch. Jalla, Emschi! Emschi, jalla! Das alles geschieht vor den Augen von Esther Roth, die um das Leben ihres Trainers Amitzur Shapira bangt. Und dann sah ich unsere Jungs runterkommen. Sie sahen traurig aus. Ich wusste ja nicht, was man ihnen in den Zimmern angetan hatte. Sie kamen mit gesenkten Köpfen und gefesselten Händen raus. Einer nach dem anderen wurde abgeführt. Die waren apathisch, also die waren gesenkten Kopf und. Ja. Es wurde ja auch noch, dann wurde geschrien oben, Shalom und sowas wurde aus dem Hochhaus runtergerufen. Wie sie da herausgeführt werden, ich sehe sie vor mir, ich sehe sie noch heute. Und ich habe die gleichen Gefühle, die ich damals im Alter von 20 hatte. Mir war immer klar, dass ich nicht gesehen hatte, wie Amitzur in den Hubschrauber stieg. Lebte er? Dieses Gefühl, dass ich ihn nicht sah, mich nicht von ihm verabschieden konnte. Vielleicht hätte ich Amitzur rufen sollen. Ich konnte ihn nicht sehen. Furchtbar, das ist so ein grausames Bild, wie man Menschen so erniedrigen kann. Das ist es. Und man kann nichts dagegen machen. Man ist deutscher Polizist auf deutschem Boden und kann nichts dagegen machen. Spätestens da wusste jeder, es sind 8 Terroristen. Jeder Fernsehzuschauer wusste es, Genscher, alle Verantwortlichen wussten, es sind 8 Terroristen. Um 22.22 Uhr fliegen die Hubschrauber vom Olympischen Dorf zum Militärflugplatz Fürstenfeldbruck.
das war, was das Dorf betrifft, das Ende. Und ich habe dann mit dem israelischen Botschafter zusammengesessen und er hat dort gesagt, wir würden hier bleiben, bis wir das endgültige Ergebnis kennen. Sie planen einen Zugriff? Soweit ich weiß, ja. Das ist gut, denn wir, Sie, wir alle dürfen uns dem Terror nicht beugen. Niemals. Für Esther Roth endet der 5. September in Ungewissheit und mit einer Handvoll Schlaftabletten. Die wollen, dass ich morgen laufe. Das war das Semifinale des Hürdenlaufs. Man gab mir die Pillen und führte mich in einen Nebenraum. Wir waren ja in so einem Saal. Daneben war noch ein kleineres Zimmer und man sagte mir, du gehst jetzt schlafen. Die Tabletten haben sofort gewirkt. Ich habe die ganze Nacht wild geträumt, dass ich gut laufe. Für Amitsur. Irgendwie hat man erwartet, da wird jetzt verhandelt. Die wollen irgendwas. Wir wussten ja gar nicht, was die wollen. Ne? Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Aber irgendwas wird da jetzt ausgehandelt und dann ziehen die wieder ab und dann ist gut. Ne? Klaus Bechler und sein Kollege verzögern absichtlich die Ankunft. Denn inzwischen sind auch Genscher und die Sonderfahnder auf dem Weg nach Fürstenfeldbruck. Fünf Scharfschützen gehen in Stellung. Für acht Terroristen. Minuten vor Bechler landet der Helikopter mit Hans-Dietrich Genscher. Nach dem, was geschehen war, in Deutschland bis 1945, nun wieder israelische Sportler in Lebensgefahr, bedroht hier in Deutschland. Das war ein unerträglicher Gedanke. Wie gefordert steht auf dem Rollfeld eine Boeing 727 der Lufthansa. Der Plan der Einsatzleitung? Statt der Besatzung warten in der Maschine Polizisten. Und wieder sollen es die Männer um Heinz Hohensinn richten. Dort sagte man eben, ob wir als Stuart verkleidet die Terroristen dann im Flugzeug überwältigen könnten. Stellen die sich das eigentlich vor? Das mache ich nicht. Das mache ich mit meinen Männern auf keinen Fall. Und? Die wollen, dass wir da drin auf die warten. Das ist ein Wahnsinn. Ja, der Handgranate, wenn er uns sieht, dann zündet er und das ganze Ding fliegt in die Luft. Ich hab gesagt, das machen wir nicht. Auf keinen Fall. Sind in Position. Hohensinns Männer verstecken sich in einem Graben neben der Landebahn. Als wir anflogen, stand da eine Lufthansa-Maschine, eine 727. Und da haben sich Leute haben die Maschine verlassen. Aber ich wusste ja nicht, was das war. Ne? Dem Krisenstab bleibt nur noch ein Ausweg. Die Scharfschützen. Dann ist der Isa, der bei einer anderen Maschine, ausgestiegen. Und der Toni bei uns ausgestiegen, das war der mit dem Hut. Und die sind dann zur Lufthansa-Maschine gegangen. Ich wusste, dass Scharfschützen am Tower postiert werden. Allerdings diesen Scharfschützen ging es wie uns. Es fehlte an der notwendigen Ausrüstung, das heißt an der Bewaffnung. Issa und Toni inspizieren die Lufthansa-Maschine und finden sie leer vor. Andere Landung. Issa, Khalas, Khalas, dann bin ich mit Moandi. Asche, yalla. Als die so 40 Meter weg waren, da knallt es. Das anschließende Feuergefecht gerät völlig außer Kontrolle. Wir
Es wurde also wahllos hin und her geschossen. Wir blieben auch ziemlich dann in Deckung von irgendwelchen Querschlägern. Ich habe mir nach dem ersten Schuss auch gleich einen Satz gemacht. Und dann habe ich mich hingestellt und habe mich totgestellt. Weil da denkt man mal an deine Kinder, gleich ist vorbei, ne? Ja, Tröger? Was? Seit wann? Weiß man schon genaueres. Ja, ich bitte Sie darum. Der Einsatz hat begonnen. Jetzt können wir nur warten. Die einzigen Originalaufnahmen der Schießerei von Fürstenfeldbruck. Pilot Klaus Bechler mittendrin. Dann bin ich hoch, drei, vier Meter gelaufen. Da wurde ich von einer Maschine beschossen. Und ich dachte, was machst du? Du kannst nur liegen bleiben. Ne? Was würdest du machen, wenn du Terrorist wärst? Auf alles schießen, was sich bewegt. Ne? Und dann habe ich also anderthalb Stunden da gelegen. Anderthalb Stunden, in denen es der Polizei nicht gelingt, die Terroristen auszuschalten. Schließlich werfen die Terroristen eine Handgranate in Bechlers Maschine, in der sechs junge Israelis sitzen. Tat's ein Schlag, hob mich vom Boden ab. Da merkte ich dann auch, als ich unten war, wie der Schock anfing. Ich anfing zu zittern. Ne? Und ich wusste noch nicht, was hinter mir war. Dann hörte ich die Schreie noch. Und dann hat man die Geisel in der rechten Maschine erschossen. Das habe ich mitbekommen, ne? Sicher. Ich habe die ja schreien gehört, ne? Wie die aufgeschrien haben normal. Ne? Augenblicke später entzündet sich das Kerosin in Bechlers Helikopter. Ach du Scheiße. Der Tank explodierte, das Kerosin kam auf mich zu. Was machst du jetzt? Entweder du verbrennst oder wirst erschossen. Ne? Das rechte Bein angezogen und dann Vollgas über die Piste rüber. Bin noch beschossen worden, aber also ich weiß es nicht. Die sagten mir, die haben doch hinter mir geschossen. Aber ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Ne? Klaus Bechler wird von Sanitätern in Fürstenfeldbruck versorgt. Jetzt hielten das Olympische Dorf in München. Mit Hubschraubern wurden sie zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck gebracht. Eine weitere Maschine mit Bundesinnenminister Genscher an Bord folgte. In Fürstenfeldbruck stand ein Verkehrsflugzeug der Lufthansa vom Typ Boeing 727 bereit. Über die Ereignisse nach der Landung der Helikopter liegen verschiedene Meldungen vor, die noch nicht offiziell bestätigt wurden. Wie es heißt, sollen die Italiener zunächst die Hubschrauber verlassen und die Lufthansa Boeing inspiziert haben. Angeblich Scharfschützen das Feuer auf die Untergrundkämpfer eröffnet. Weiter verlautete, bei dem Schusswechsel seien auch die Geiseln befreit worden. Was? Was hat er gerade gesagt? Alle Geiseln gerettet, das habt ihr gut gemacht wohl, ne? Und also wie es zu der Meldung kam, weiß ich nicht. Aber ich habe, du bist doch nicht verrückt. Du hast das gesehen und die erzählen so einen Schwachsinn, ne? Doch die Meldung geht um die Welt. Da kommt was. Es war natürlich die Nachricht, auf die wir gewartet haben. Also an der wollte ich nun wirklich nicht zweifeln. Ich habe auch nicht eine Sekunde, muss ich sagen, nachgedacht, wie haben die das gemacht? Sie hatten halt dann wohl anscheinend am Ende des Tages irgendwas noch gekonnt und irgendwas richtig gemacht. I'm very glad that as far as we can see now, this police action was successful. I think it will be forgotten after a few weeks. Können Sie das glauben? Und da haben der Botschafter und ich uns angesehen und wir haben beide gesagt, wir glauben es nicht. Ob das ein Gefühl war, ich kann es nicht sagen. Und dann haben wir weiter gewartet. Erst um 1.32 Uhr, nach drei Stunden, ist der Widerstand der Terroristen gebrochen.
Heinz Hohensinn bekommt den Auftrag, den Tatort zu inspizieren. Das war wie ein Bild in einem Horrorkrieg mit dem noch brennenden Hubschrauber, dann Leichen am Boden, zugespritzt vom Löschschaum der Feuerwehr. Also genauso, also gruselig wie ein Schlachtfeld eben. In den Trümmern finden sie noch drei lebende Terroristen. Alle israelischen Sportler und ein deutscher Polizist sind tot. Nehmt die Burschen mit. Alles klar. Am frühen Morgen des 6. September 1972 geben die Verantwortlichen eine Pressekonferenz. Das Ergebnis ist furchtbar. Insgesamt wurden 16 Menschen getötet. Die ganze Aktion, die wohl durchdacht war und darauf abzielte, unschuldige Menschenleben zu bewahren, endete mit diesem Desaster. Für mich war es der schrecklichste Tag meiner langen Amtszeit als Mitglied der Bundesregierung, als Innenminister und als Außenminister. Das ist eine Erfahrung, wo ich jeden anderen Menschen wünsche, dass er sie nie machen muss. Ich habe am Tag danach in einem Gespräch mit dem Bundespräsidenten Gustav Heinemann, mit Willy Brandt, dem Bundeskanzler und Walter Scheel, dem Vizekanzler gesagt, wenn es die Interessen und das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland verlangen, bin ich bereit, natürlich zurückzutreten. Alle drei haben gesagt, sie sehen dafür nicht den geringsten Anlass. Am Morgen des 6. September erwacht Esther Roth aus unruhigen Träumen. Die Stimmen ihrer Freunde haben sie geweckt. Sie wollten mir sagen, wie es ausgegangen war, dass keiner überlebt hatte. Aber sie wussten nicht, wie sie es mir sagen sollten. Ich war gerade erst wach geworden, aber an ihren Blicken konnte ich schon erkennen, dass es nicht gut ausgegangen war. Von diesem Moment an war es überhaupt kein Thema mehr, ob man weitermacht oder nicht. Es war klar, dass wir sofort nach Hause fahren. Ob die Spiele überhaupt weitergehen, muss das Olympische Komitee entscheiden. Walter Tröger übermittelt die Position des israelischen Botschafters. Weicht diese Erpressung nicht, die Spiele müssen weitergehen. Es würde uns nicht helfen, es würde den Toten nicht helfen und würde den Olympischen Spielen nicht helfen, wenn die Spiele deswegen abgebrochen würden. Trauerfeier für die Toten im Olympiastadion. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, verkündet den Entschluss der Organisatoren. The Games must go on. Mir hat dann auch geholfen, dass ich gesagt habe, hey, wir zeigen hier unsere Art zu kämpfen. Und das hat doch dazu beigetragen und geholfen, dass man überhaupt zum Wettkampf wieder finden konnte. Die meisten Athleten nehmen ihr Training wieder auf. Noch am selben Tag verlassen die Überlebenden der israelischen Olympiamannschaft Deutschland. Im Frachtraum ihrer Maschine die Särge mit ihren toten Kameraden.
Wir kamen zusammen mit den Särgen an. Ich sitze im Flugzeug und weiß, dass mein Trainer unter mir liegt. Das war ein unerträgliches Gefühl. Wir waren zusammen hier gekommen. Und nur ein paar Tage später liegt er dort unten. Nur einer in der deutschen Mannschaft zieht aus Solidarität eine radikale Konsequenz. Manfred? Manfred? Du hast jetzt nicht mehr ab, oder? Junge, überleg doch mal. Du lässt jetzt echt die Staffel im Stich, oder was? Du vergeigst hier unsere Chance. Unsere Lebenschance. Entscheidung steht. Mach's gut. Aus der gesamtdeutschen Olympiamannschaft war ich der Einzige, der nach Hause gefahren ist. Es bestellt ja keiner ein Taxi, es besorgt ja keiner eine Fahrkarte. Du packst deine Klamotten und gehst mit Schimpf und Schande. Ja. War schon eine einsame Situation. Ja. Der Schauplatz der Tragödie von Fürstenfeldbruck am Morgen danach. Klaus Bechler kehrt noch einmal zurück. Ich bin nächsten Tag noch mal hin und habe mir meine Maschine angeguckt und habe auch die Leichen alle gesehen. Also das war, hätte ich nie machen sollen. Ne? Ich hatte abends Angst einzuschlafen, weil ich jede Nacht davon geträumt habe. Jede Nacht immer den gleichen Traum. Ich habe gemerkt, wie die Schüsse in die Seite reingingen. Es ist klar, das wird immer ein Schwerpunkt in meinem Leben bleiben. Immer, ne? Fast 40 Jahre nach dem Attentat besucht Esther Roth wieder die Connolly-Straße im Olympischen Dorf. Als Zeichen der Versöhnung, denn in München wird das erste Generalkonsulat Israels eröffnet, und um endgültig Abschied zu nehmen von Amitzur Shapira, für den sie 4 Jahre nach München bei den Olympischen Spielen in Montreal noch einmal im Hürdenlauf gestartet und ins Finale gekommen ist. Es war für mich, als müsste ich etwas Unvollendetes zu Ende bringen. Als müsste ich damit München abschließen. Ich wollte endlich seine Wünsche, seine Träume und unsere gemeinsamen Ziele verwirklichen.